Wer hat eine Bibel dabei? Ich frage lieber nicht. Also wer keine Bibel dabei hat, wenn wir noch irgendwo hinten welche haben, krallt euch eine. Wir werden sie gut gebrauchen können, glaube ich. Ich würde für die Predigt noch einmal unter das Gebet stellen. Vater im Himmel, von dir ist jeder, der der Lehre macht, der Predigt abhängig, Vater. Ich mag es ja nicht zu kommunizieren und weiterzugeben, was du wirklich in deinem Wort hast. Vater, wie sehr kratze ich an der Oberfläche rum, wie. Ohne dich wird das nicht funktionieren und du musst die Worte jetzt mir geben, du musst sie ermächtigen. Die kommt von dir, die Ermächtigung, sie kommt nicht von mir. Und ich bitte dich, dass du auch uns allen aus deinem Wort heute klar machst, was du zu sagen hast. Herr, ich habe immer einen Gedanken und einen Plan, was mir am Herzen liegt, was ich glaube zu entdecken in deinem Wort. Aber du bist es, der das führt, der diejenigen, die vorne stehen, auch diesen Weg auch weist, das zu tun. Und du erlaubst es. Und so bitte ich dich um deinen Segen, dass dein Wort heute so präsentiert wird, wie du es möchtest, Herr. Amen. So, es geht heute weiter im Hebräerbrief. Letztes Mal am 1. Oktober haben wir ja eine kleine Pause gemacht vom Hebräerbrief, um einfach das allgemeine Anliegen von Robert und mir ein bisschen aufzugleisen, auszubreiten, einfach mal hinzuwerfen. Und jetzt geht es aber weiter im Hebräerbrief. Ich möchte persönlich eigentlich eine andere Reihe jetzt anfangen, aber wenn ich jetzt schon Ende Kapitel 10 war, kann ich jetzt nicht einfach das Kapitel 11 weglassen. Das ist mir ein bisschen zu, die Chance möchte ich mir doch nicht entgehen lassen, dieses Kapitel anzuschauen mit euch gemeinsam. Und so sind wir im Hebräerbrief. Es geht jetzt heute weiter. Mittlerweile denke ich, ihr wisst alle aus denen, die auch früher vom Hebräerbrief gepredigt haben und auch von den Predigten von mir, worum es geht im Hebräerbrief, was ist der große Bogen, der Hintergrund, der Kontext, der Zusammenhang. Es geht um die Verfolgung dieser Leser, an die dieser Brief ursprünglich geschrieben worden ist. Sie wurden durch das Römische Reich insbesondere verfolgt aufgrund ihres Glaubens. Und es war auch die Besonderheit, dass diese Originalleser ja nicht von Heidensein in das Christsein hineingewechselt sind, sondern sie sind aus einem Kontext als Mitglieder des Volkes Israel, aus Judentum, aus dem judaistischen Denken auch ein bisschen, sind sie in die Gemeinschaft der Gemeinde hineingekommen und ausgerechnet die Glaubensgemeinschaft, aus der sie heraus sind, das Judentum, war zu dieser Zeit erlaubt. Und das, wo sie hinein sind, war nicht erlaubt und unter schwerer Strafe. Natürlich auch mit dem Tod, mit dem Leben haben das viele bezahlt damals. Ganz, ganz schlimme Todesurteile. Also das war wirklich ganz schlimm, wie die mit den Christen umgegangen sind, auch wie man die Christen dort hingerichtet hat. Auch. Also das, ich möchte jetzt da uns nicht unnötig Angst machen, aber das hat schon einen Charakter, wie man ihn in dem, was in Syrien, was im Irak die letzten Jahre abgelaufen ist. Das ist ungefähr auf dem Level, was die da gemacht haben mit den Christen. In jedem Fall hatten die Hebräer, das so heißt der Brief, er ist im Original, in den Originalmanuskripten auch überschrieben, in vielen der Manuskripte ist er überschrieben an die Hebräer. Und diese Hebräer hatten natürlich sehr, sehr viel Hintergrundwissen über Gott aus ihrer hebräischen Bibel. Und in den letzten Predigten haben wir das auch angeschaut, der Schreiber dieses Briefes, der Autor, der nutzt natürlich dieses Hintergrundwissen, von dem geht er aus, um zu zeigen in diesem Brief, wie töricht und fürchterlich töricht und fatal das wäre, aus der Gemeinschaft des Christus wieder wegzugehen und sich wieder davon abzuwenden. Und jetzt haben wir eigentlich, jetzt natürlich, ich war jetzt nicht so oft dran mit dieser Serie, aber in diesen ersten 10 Kapiteln haben wir jetzt dem Schreiber zugehört, zugeschaut, wie er wirklich essentielle Fragen, gewaltige Fragen, die diese Leser hier hatten, Zweifel, die sie hatten, wie er die anspricht. Das erste war, wer ist Jesus? Was ist seine Identität? Was macht ihn aus?
was ist in der Person Jesus drin? Und er schreibt, er ist eins mit Gott, mit dem Gott, der in der hebräischen Bibel offenbart wird. Der ist identisch mit diesem Gott. Er ist sogar so weit identisch, dass er der Schöpfer von allen Dingen sogar ist. Er ist die Kraft Gottes, mit der Gott die Schöpfung getätigt hat. Welche Funktion hat Jesus, ist die Frage. Welche Rolle kommt Jesus in Gottes Heilsplan zu? Er ist der Messias, der für die Kinder Gottes Mensch wird. Das haben wir im Kapitel 2 gesehen. Der sich bis zum Tod erniedrigt am Kreuz, damit seine Gerechtigkeit den Kindern Gottes zugesprochen wird, die es aus sich heraus nicht verdient haben. Dass sie frei sind von der Anklage ihrer Sünde vor Gott. Dann die Frage, wo steht denn Jesus gegenüber alttestamentlichen Ikonen, also wichtigen Personen im Alten Testament? Wo stufen wir Jesus da ein? Höher, niedriger, wichtiger, weniger wichtig? Es ist klar, warum er das beschrieben hat, weil die natürlich diese Fragen hatten. Für die war Mose ein großer Prophet, ein wichtiger Prophet, auf den sie sich viel auch verlassen haben. In dem, dass sie Zugehörigkeit zu dem Bündnis haben, die Mose mit Gott auch natürlich erhalten hat. Und er sagt natürlich im Hebräerbrief, Jesus übertrifft selbst Mose an Vorzüglichkeit. Und er ist ja eigentlich, der Mose war ja der Hausverwalter von Gottes Haushalt und Jesus ist der Eigentümer, weil er der Sohn Gottes ist. Jesus gehört der Haushalt Gottes. Er ist das Haupt von Gottes Haushalt. Dann haben wir gesehen, in welchem Verhältnis muss ich zu Jesus Christus stehen, als Leser dieses Hebräerbriefes und als Leser des Neuen Testaments dann auch. Das ist ein neutestamentliches Buch. In welchem Verhältnis muss ich zu Jesus Christus stehen? Man muss an ihn glauben. Man muss an ihn glauben. Der Glaube ist eine, fast schon für einige Leser eine Entdeckung vielleicht gewesen. Der Glaube ist wichtig. Man muss an Christus glauben. Man darf nicht den Fehler machen, Gottes Weisung im Alten Testament wegzuschlagen, diese weisende Hand wegzuschlagen. Man muss an Christus glauben. Was die Generation, die erste in der Wüste gemacht hat, nach dem Auszug aus Ägypten, sie haben nicht an ihn geglaubt, an Gottes Weisung. Sie haben nicht geglaubt, deswegen haben sie nicht das gelobte Land erreicht. Ein Fehler, bitte mach den Fehler nicht auch, schreibt er im Hebräerbrief. Mach diesen Fehler nicht. Unterschätzt nicht den Glauben. Denkt nicht, der Glaube allein ist zu wenig. Denkt das nicht. Das sagt er sehr spezifisch in diesem Brief. Man stellt sicher, dass keiner denkt, der Glaube ist nicht viel oder nicht so wichtig oder er ist zu wenig, sondern er reicht. Er ist nicht nur ausreichend, er ist ein Muss. Er ist das Muss. Dann welche Macht und Autorität hat Jesus? Weiter im Brief. Welches Thema kam dann? Mehrere Kapitel. Wichtiges Thema. Welche Person ist sehr wichtig für das jüdische Volk, für das Volk Israel? Wer ist sehr wichtig geworden? Von wem lesen wir sehr viel? Von welcher Funktion? Ganz bestimmte Schlüsselpersonal, sagt man in der Industrie. Ja? Im Tempel. Wer ist das Schlüsselpersonal im Tempel? Also nicht der Schlüssel, Autoschlüssel, sondern ein Wichtiger im Tempel. Wer ist der Wichtige im Tempel? Der Hohepriester, natürlich, genau. Das ist die Heilskraft und Autorität von Jesus. Er ist der große Hohepriester. Es gibt keinen, der so bezeichnet worden ist. Nach der Weise Melchisedeks ist er Hohepriester. Er ist der große Hohepriester, weil er selber keine Sünde hat und deswegen die Autorität hat, Sünden zu vergeben, und zwar den Menschen. Er erfüllt all das, was die hohen Priester im Alten Testament vorgezeichnet haben. Dann die letzte Frage, die wir bis Kapitel 10 behandelt haben. Wird es neben Jesus oder nach Jesus noch einen anderen Heilsplan geben? Wird es noch eine Art geben, wie Gott die Menschen in das Heil, in seine Ruhe, in die Ruhe Gottes hineinholt? Wird es noch etwas geben? Und das heißt, nein, es wird nach Jesus nichts mehr geben. Es ist der einzige Bund, der wirkt. Es ist der einzige Bund, der Heil und Gerechtigkeit, Rechtfertigung vor Gott erreichen kann. Danach kommt nichts mehr. Das war das Ziel von Gottes Heilswirken von Anfang an. Und all das, ganz wichtig, all das belegt der Schreiber jetzt mit dem Neuen Testament, oder? Mit was belegt er es? Mit der hebräischen Bibel, genau, weil das Neue, also zumindest, sagen wir mal, nicht das ganze Neue Testament, das gab es da noch nicht.
Und das müssen wir schon mal ein bisschen abspeichern jetzt. Ein bisschen in die Richtung geht es heute auch. Und jetzt kommen wir zum Kapitel 11, in dem es ja wirklich ganz, ganz viel um das Thema des Glaubens geht. Ganz gezielt. Also ich möchte den Text jetzt erst erstes Mal lesen. Ich werde jetzt nicht alle Verse im Detail aufbohren, aufschürfen, das haben wir die Zeit nicht. Und ich möchte jetzt nicht 3, 4 Predigten drüber machen, aber ich möchte gerne es ganz lesen und dann 2, 3 Punkte herausgreifen. Es ist ein langes Kapitel, aber es ist sehr wichtig. Es ist ein sehr wichtiges Kapitel. Und da ihr es aber eh schon kennt, wird es für euch ja nicht langweilig, sondern vielleicht entdeckt ihr etwas Neues in dem Zusammenhang, den wir jetzt gesagt haben. Man sieht daran, wie wichtig der Glaube natürlich in diesem Brief auch ist. Ein Kapitel, das, wie viele Verse sind es, 40 Verse hat. Nur über den Glauben. Und das in einem Brief, der an nicht Heidenchristen geschrieben ist, sondern an jemand anderen. Wir lesen den jetzt mal. Hebräer Kapitel 11, ich lese das Kapitel. Versucht einfach dran zu bleiben, versucht nicht abzuschalten, versucht einfach nochmal, was ihr schon kennt, abzurufen, mitzulesen, Neues zu entdecken. Der Glaube, meine lieben Leser, liebe Hebräer, der Glaube ist aber eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten ein Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen Glauben redet er noch, also noch jetzt, obwohl er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hatte das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Und ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Durch Glauben baute Noah als eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, also die Flut und die Arche, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt. Durch wen? Durch den Glauben verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Durch Glauben war Abraham. Abraham, wer ist Abraham? Ist Abraham der erste Jude? Abraham war kein Jude. So unschön das auch für vielleicht die Juden ist, das zu hören. Aber Abraham war kein Jude. Das war er nicht. Das ist so nicht. Das erzählt uns viel darüber, für wen Jesus gekommen ist. Ja, muss man sagen. Nur für einen Teil eines auserwählten Volkes Gottes oder für die Nationen. Gut, Abraham. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden, wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Und darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den er gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher ihn auch im Gleichnis empfing.
Durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau. Welche zukünftigen Dinge war das wohl, an die er geglaubt hat? Ja, das, dreimal dürft ihr raten, was er da gewusst hat, der Isaak. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Ihr wisst es, ihr kennt es aus dem Alten Testament. Die Stelle, wo er alle etwas verheißt, einen Segen über all diese Söhne. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot nicht. Durch Glauben fürchten sie das Gebot nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, durch Glauben, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert. Was feiern wir heute? Wir feiern das erfüllte Passa heute, okay? Das Passa gefeiert und die Blutbestreichung ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie über trockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. Warum sind die verschlungen worden? Warum ist Mose durchgekommen, die Ägypter nicht? Was hatte Mose? Glauben. Was hatten die Ägypter? Keinen Glauben. So, durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, das finde ich gut. Dem fehlt auch die Zeit. Mir fehlt heute dann auch die Zeit. Ich ist dann nicht standhaft zu sagen, ich habe nicht die Zeit. Die Zeit würde mir ja fehlen, das ist witzig. Wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwenrachen verstopften, ihr wisst, wer da gemeint ist, des Feuers Kraft auslöschten, da wisst ihr auch, wer gemeint ist, dass das Schwert des Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Also es geht offensichtlich um den Glauben. Das ist, denke ich, klar. Soweit ist klar. Aber jetzt kommen ja normal schnell Fragen auf. Die typischen Fragen sind, was bedeutet Glauben jetzt eigentlich? Was ist es? Und was genau haben diese ganzen Personen jetzt eigentlich wirklich geglaubt? Was haben sie denn geglaubt? Haben sie an Gott geglaubt? Okay, soweit so gut. Das ist gut. Aber wer glaubt noch an Gott? Der Teufel glaubt auch an Gott, ja. Die ganze Welt oder viele, viele in der Welt würden sagen, ich glaube schon auch an Gott. Ja? Die Engel, die gefallenen Engel, auch die glauben an Gott. Die Dämonen glauben an Gott. Und was machen sie aber? Sind sie fröhlich, weil sie glauben? Die gefallenen Engel? Nein, sie zittern, heißt es. Haben sie Gott das oder das geglaubt? Hat halt der David einfach geglaubt, was Gott zu ihm gesagt hat? Hat Noah halt einfach Gott geglaubt, als er gesagt hat, ich werde es 40 Tage und 40 Nächte regnen lassen? Und weil er ihm das geglaubt hat, deswegen war er gerecht. Ist das alles, was Noah geglaubt hat?
Ist das alles vom Glauben oder hat Noah ein bisschen mehr gewusst als das? Das müssen wir uns mal sehen. Haben sie an den Messias geglaubt? Haben diese Leute in diesem Kapitel 11, haben die was von Christus gewusst? Das müssen wir mal gucken. Ja? Wisst ihr, ist der Glaube, den in Kapitel 11 beschrieben wird, ist es ein anderer als den wir aus dem Neuen Testament kennen? Das ist für mich jetzt, das ist jetzt eine interessante Frage, oder? Das ist für mich eine Frage. Denn wir sagen ja gerne, naja, wir sind aber Neutestamentgläubige, oder? Mose, der kann ja nichts von Christus gewusst haben. Was soll Mose von Jesus gewusst haben? Das ist ja ewig her. Ist das so? Haben die Menschen im Alten Testament wirklich nichts von Jesus gewusst? Musste Gott denen, die sozusagen im Alten Testament an ihn geglaubt haben, besonders extra super gnädig sein? Weil sie ja nichts von Jesus wissen konnten. Weil sie nichts vom Evangelium wissen konnten. Ist es so? Ist es wirklich so anders im Alten Testament und im Neuen? Wenn wir das Neue Testament lesen und aus der Perspektive des Neuen Testaments die Bibel versuchen zu verstehen, dann beginnen wir ganz oft, und es ist vollkommen nachvollziehbar, mit welchen Versen beginnen wir, wo wir lernen über den Glauben. Das sind ja ganz klassische Verse. Welche sind es? Epheser, Johannes, Johannes 3,16. So, Epheser, Kapitel, Epheser, wir singen hier Gnade, Gnade, Grace, Grace, God's Grace. Wo kommt das her? Epheser 2, ja, Epheser 2, Verse 8 und 9. Es gibt von Grace, der Hochschule Grace, gibt sogar ein Magazin, das heißt 289. Das ist 289. Das ist der Kern, einer der Kernverse für Grace. Ja? 289. Da fangen wir an. Aus Gnade errettet durch den Glauben. So schließen die meisten von uns Bekanntschaft mit der Bibel. Würde ich jetzt mal sagen. Also kaum jemand von euch wird mit Genesis angefangen haben, in 1. Mose und gesagt haben, boah, da ist ja Jesus drin, ich muss ans Evangelium glauben. Das machen die meisten nicht. Wer von euch hat so zu Jesus gefunden, weil er am Anfang im Alten Testament gelesen hat? Ich nicht. Ja, die meisten werden es über das Neue Testament natürlich gemacht haben. Aber das ist das Erste, was wir hören. Das heißt, das ist der Grundsatz, den wir lernen. Und der Glaube ist, meine ich, für viele eine Sache des Neuen Testaments, aber nicht der ganzen Bibel. Meine ich. Wir können mir gern widersprechen und sagen, nee, Dietmar ist so gar nicht. Aber ich denke, das ist so. Der Glaube ist der Hausbesitzer vom Neuen Testament. Der wohnt da, im Neuen Testament. Und neben dem Haus, wenn wir da drin uns aufhalten, denken wir, da ist noch ein anderes Haus und das heißt Altes Testament. Und wer wohnt da? Wer wohnt da? Im Glaube im Neuen Testament und im Alten Testament, wer wohnt da? Das Gesetz, genau, das wohnt da. Das ist, wo das Gesetz wohnt. Ja. Wer wohnt im Alten Testament? Die Opfergesetze wohnen da. Wer wohnt noch da? Welche Sachen wohnen noch da? Das Gesetz, das Opfergesetze, der Sabbat. Den Sabbat, den muss man halten, den Sabbat muss man halten, das wohnt im Alten Testament. Was wohnt noch? Ja, die wohnt da auch, nur wir traditionell denken wir, die Beschneidung, die wohnt da. Ist richtig, oder? Die Beschneidung wohnt dort, der Zehnten geben, das wohnt im Alten Testament. Ja. Das sind die Sachen, die dort wohnen. Das heißt, man fühlt sich dort, ich weiß nicht, Altes Testament, fühlt man sich da richtig zu Hause als neutestamentlicher Christ? Oder muss man da noch ein bisschen tapezieren, bevor man einziehen kann? Da einfach reinmarschieren und sagen, ja klar, das ist ganz normal, das ist Gottes Wort, genau. Da fühle ich mich genauso zu Hause, auch als Neutestamentgläubiger. Das ist kein Problem. Also vom Bauchgefühl her glaube ich nicht, dass das viele so sehen. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil man kommt nun mal vom Neuen Testament ins Alte und nicht andersrum. Das ist leider oft so, wie man es, oder das ist einfach so, wie es oft ist. Der Glaube ist so eine Art Seitenthema im Alten Testament. Das ist so das Gefühl, glaube ich, so ein bisschen, ja, das Alte Testament ist wichtig, aber ja, das Alte Testament gilt uns Christen eigentlich nicht. Es ist klar, dass die Opfergesetze für uns nicht gelten, aber wir glauben im Grunde auch, denke ich, dass das Alte Testament, das gilt uns nicht so richtig. Es ist interessant, es ist auch informativ, aber es gilt uns nicht wirklich. Ja, aber der Hebräerbrief im Kapitel 11,
Guck mal, das ist ein Buch im Neuen Testament. Warum hat Gott das ins Neue Testament mit reingenommen, wenn es uns nicht gilt? Weißt du, er hätte den Brief einfach nur schreiben und schicken können, aber er ist in den Kanon der Schrift reingekommen. Warum? Das muss uns etwas zu sagen haben. Das muss uns etwas zu sagen haben. Und das Kapitel 11 spricht also eine andere Sprache. Also, das Erste, was man wirklich lernen muss oder was man erkennen muss, ist, dass man, und was wir heute auch mitnehmen sollen, ist, was lehrt der Brief? Wir sehen, guck mal, woher nimmt der Hebräerbrief Kapitel 11 all diese Glaubenssachen? Woher nimmt er es? Er nimmt es nicht aus dem Neuen Testament. Er nimmt das alles aus dem Alten Testament. Er nimmt das. Ist das etwas, was er krampfhaft reindrückt ins Alte Testament? Wo Gott gesagt hat, oh Mann, jetzt muss ich die irgendwie überzeugen, dass sie hier und da auch mal im Alten Testament den Glauben sehen. Hat Gott sich ein bisschen verkalkuliert? Ja? Nee, hat er nicht. Und wenn Gott das hier reinmacht, dann ist das das sind keine Zufälle. Das ist kein theologisches, wir versuchen irgendwie das Neue Testament mit dem Alten zu verketten, damit es irgendwie zusammenpasst, ja? Nein, nein, das hat Gott hier in vollem Wissen gemacht. Gott sieht das so. Hebräer Kapitel 11 sagt, der Glaube ist im Alten Testament drin. Das ist, wie Gott es sagt. Das ist, wie Gott das Alte Testament geschrieben hat. Merkt ihr das? Sonst könnte der Hebräerbriefschreiber das gar nicht so alles hier machen. Wir sehen, dass Gott von Anfang an den Glauben als eines der wichtigsten Themen in der Schrift offenbart hat. Der Glaube als Weg zur Rechtfertigung ist keine Erfindung des Neuen Testaments. Es ist nicht Gottes Plan B, nachdem das Alte Testament sozusagen mit seinen Gesetzen versagt hat. Das ist nicht wahr. Das Alte Testament ist sowieso nicht gleichbedeutend mit Gesetz. Das ist ohnehin schon komplett falsch. Es ist wirklich nicht richtig. Das kann man ganz, ganz schnell auch zeigen und belegen. Da braucht man gar nicht lange rummachen. Schauen wir uns das mal an. Wie fängt der Schreiber an? Mit wem fängt er an? Mit Abel fängt er an. In welchem Kapitel lesen wir von Abel in der Bibel? Irgendwo in der Mitte vom Alten Testament? Welches Kapitel ist Abel? Kapitel 4 im ersten Buch Mose. Was passiert denn vor dem Abel? Was passiert vor Kain und Abel genau? Da passiert die Schöpfung und was dann noch? Der Sündenfall. Und was ist das Erste, was danach passiert? Jo, der Rauswurf und danach, was ist das Erste, was passiert? Es gibt einen Knall zwischen den beiden Nachkommen von Adam und Eva, zwischen den ersten beiden. Und die bringen beide ein Opfer dar. Und Kain bringt eins dar und Abel bringt eines dar. Und auf welches guckt Gott drauf? Mit Wohlgefallen. Auf das von Abel, natürlich. Und wir lernen natürlich auch im Hebräerbrief, warum Gott das gefallen hat, dieses Opfer. Und auch, warum das von Kain ihm nicht gefallen hat. Warum ist das so? Aus welchem Motiv hat Abel das geopfert? Aus Glauben. Guck mal, dass er überhaupt was geopfert hat. Sag mal, was sagt mir das denn über Abel aus? Warum würde jemand einfach aus dem Nichts heraus Gott ein Opfer bringen? Warum denn? Hat Adam das gemacht? Das hat Adam nicht gemacht, nicht im Garten Eden, nicht vorm Sündenfall. Aber danach, der Erste gleich danach, der fängt an zu opfern. Bringt Gott ein Opfer. Was sagt man denn das über Abel aus? Was musste denn schon langsam verstanden haben? Wie viele Generationen waren es denn zwischen dem, was im Sündenfall passiert ist, und dem Abel und dem Kain? Da ist keine dazwischen. Das sind die direkten Nachkommen. Was haben die gewusst? Die haben gewusst, was im Garten Eden passiert ist. Und jetzt bringt er ein Opfer. Also relativ klar, warum der ein Opfer bringt, oder? Der muss eine Menge gewusst haben über das, was auf ihm da lastet gegenüber Gott. Der muss eine Menge gewusst haben. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, der Glaube ist es, warum das Opfer Gott gefällig war. Schau mal, 1. Johannes 3,12. Wir haben das gestern in Jugend angeguckt. 1. Johannes 3,12. Erst Johannes Kapitel 3, Vers 12. Da heißt es,
Den Zusammenhang haben wir jetzt nicht die Zeit anzuschauen, aber da heißt es, wie sollen wir als Christen nicht sein? Woran können wir messen, dass wir überhaupt lebendigen Glauben in uns haben, die Liebe Gottes in uns haben, wenn wir die Brüder und Geschwister, die auch im Glauben sind, lieben? Wenn wir sie hassen, dann sind wir nicht im Glauben. So, für wen hat das auch gegolten, dieses Prinzip? Schau mal. Wer seinen Bruder hasst, ist nicht aus Gott. Sein Glaubensbruder hasst es nicht aus Gott. So, für wen hat es auch gegolten? Laut 1. Johannes 3,12. Für welche beiden hat das auch schon gegolten? Für Kain und Abel, genau. Wessen Werke waren gerecht? Warum ermordete er ihn, heißt es hier. Warum hat Kain Abel ermordet? Weil seine Werke böse waren. Und die von Abel, seines Bruders, waren gerecht. Und warum waren sie gerecht, sagt der Hebräerbrief? Weil er geglaubt hat. Weil er geglaubt hat. Abel muss sehr viel vom Evangelium verstanden haben, denn die Schrift bezeugt, dass seine Werke gerecht waren. Gerechte Werke gibt es außerhalb von Jesus Christus nicht. Wenn wir eins wissen, dann das. Es gibt keine gerechten Werke außerhalb von Jesus Christus. Abel muss genug über das Problem der Sünde, über das Problem, über die Notwendigkeit der Erlösung gewusst haben, dass Gott ihm Jesus Gerechtigkeit angerechnet hat. Sonst könnte die Schrift nicht sagen, dass die Werke von Abel gerecht waren. Und wir sehen jetzt natürlich im Hebräerbrief warum, weil das aus Glauben gebracht wurde. Der Glaube hat ihn letztlich gerechtfertigt. Und das schon im 4. Kapitel der ganzen Bibel. Von Anfang an ist das da. Das Erste, was Gottes Wort nach dem Sündenfall berichtet, das ist schon der Glaube. Und die Rechtfertigung. Das ist alles schon da. Und jetzt gehen wir zu Henoch. Es gibt viel noch über Abel und Kain noch zu sagen. Auch die Art, was für ein Opfer der da gebracht hat. Ja? Welches Opfer Abel da gebracht hat. Und welches Opfer der Kain da gebracht hat. Ja? Da drückt sich so viel drin aus, was der Abel schon gewusst haben muss. Dass er vielleicht sogar schon von Jesus was gewusst haben muss. Aber gucken wir mal weiter. Schau mal, was der Schreiber über Henoch sagt. Henoch wurde entrückt, weil Gott an ihm wohlgefallen hatte. Er wandelte mit Gott, heißt es im 5. Auch im Genesis heißt es im Kapitel 5. Heißt es, Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Und schaut, was Gottes Wort in Hebräer 11, Vers 5 sagt. Er gefiel Gott, weil er was tat? Er glaubte. Wie viele Generationen waren es zwischen Kain und Abel und Henoch? 6, ich habe es nachgeguckt. Ja. Auch nicht so viel. Wie alt sind die damals geworden? Wie viele Generationen haben sich gekannt? Das waren ein paar. Die haben Nachkommen gehabt in ihren 50ern, 60ern und sind aber viel älter geworden. Ja? Weißt du, und die haben viel, viel mehr Zeit gehabt, den Sündenfall weiterzuerzählen, das Problem weiterzuerzählen. Der Henoch, der hat geglaubt und deswegen glaube ich, der wusste auch von dem Problem der Sünde. Wir sehen hier auch, dass natürlich Gott an ihm wohlgefallen hatte, weil er geglaubt hat. Das heißt hier auch, Henochs Glaube hat ihm den Tod erspart. Guck dir das mal an. Der Tod, der 2 Kapitel vorher im 1. Buch Mose ja die Konsequenz für alle Menschen jetzt ist, wegen der Sünde. Und Henoch musste ihn nicht erleiden. Der muss die Gerechtigkeit von Jesus zugerechtigt haben. Das ist vollkommen unmöglich anders. Geht das nicht? Das ist unmöglich. Wenn wir dem Neuen Testament glauben und allem, was auch im Alten Testament über das steht, was Jesus machen muss für Sünder, der Henoch muss diese Gerechtigkeit gekriegt haben. Sonst hätte Gott ihn, Gott macht diese Ausnahme nicht. Das glaube ich nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber wir werden es noch konkreter an anderen Beispielen jetzt gleich sehen. Guck mal, der Henochs Glaube ist mehr als ein Bild, eine Vorausschattung. Also wie gesagt, ich glaube, dass Henoch die Gerechtigkeit Jesu angerechnet bekommen hat. Was Henoch über Gott geglaubt hat und über sich selbst, seine Person vor Gott, wie er geglaubt hat, das muss mit dem Erlösungswerk Jesu zu tun gehabt haben. Es muss ihm so ähnlich gewesen sein, was er geglaubt hat, dass er die Gerechtigkeit gekriegt hat. Und wie gesagt, ich glaube, er hat viel darüber gewusst, weil er nämlich von seiner Familie viel darüber erfahren hat. Es gab in der Familie von Anfang an eine Linie derer, die geglaubt haben und eine Linie, die nicht geglaubt haben. Die Nachkommen der Schlange und die Nachkommen der Frau. Die haben wir im Neuen Testament ganz, ganz viel. Im Alten auch. Dann kommen wir zu Noah. Warum hat Noah die Arche gebaut?
er war von Furcht bewegt, okay. Aber warum hat er Angst gehabt? Warum konnte er überhaupt Angst haben? Weil er Gott geglaubt hat. Deswegen, du kannst nicht sagen, ja, der hat ja nur Angst gehabt. Ja, aber warum hat er Angst gehabt? Wenn eine Bedrohung für mich nicht ernst zu nehmen ist, wenn ich nicht daran glaube, dass es eine Bedrohung ist, dann mache ich da nichts deswegen. Ja? Habe ich in die Wettervorhersage, es kommt ein Tornado der Windstärke 12 in Rainer Buch. Das glaube ich nicht. Ich werde nicht plötzlich mir extra noch Bretter vor die Fenster hinnageln. Das mache ich nicht. Auf einer Südseeinsel wäre es was anderes. Da würde ich es vielleicht eher machen, glauben. Aber versteht ihr das? Der hat es aus Glauben gemacht. Aber ist das alles, warum Noah gerechtfertigt worden ist? Ist das alles? Noah ist gerettet worden, weil er Gottes Weisung geglaubt hat. Okay, aber jetzt wissen wir auch, warum die Schrift sagt, dass Noah ein gerechter Mann war. Weil er im Glauben mit Gott lebte. Der Kerl war vorher schon in Gottes Augen gerecht. Nicht, weil er diese eine Info über die Sintflut gekriegt hat und dann die Arche gebaut hat. Das war nicht alles. Auch ihm muss Gott die Gerechtigkeit Jesu zugerechnet haben. Schau mal in 2. Petrus 2,5, was da über Noah steht. Ich lese mal ab Vers 3. 2. Petrus 2,3, da geht es natürlich auch um das, was der Petrus an die Gemeinde schreibt. Um die Bedrückungen, die auch kommen. Und um die Sicherheit dessen, dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird. Und auch Gericht für die, die so Böses gegen die Gemeinde natürlich tun. 2. Petrus 2, Vers 3, da heißt es, und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischem Wort kaufen, und zwar diejenigen, denen das Gericht seit langem schon nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Denn mit Gott die Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrundes gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten neben sieben anderen bewahrte. Und so weiter und so fort. Wer ist Noah? Noah ist der Prediger der Gerechtigkeit. Weil er Gott geglaubt hat, dass der Sintflut kommt. Das ist doch nicht unser Ernst. Das ist alles, warum Noah von Gott für gerecht erklärt worden ist. Das ist ein bisschen dünn, würde ich sagen, mit dem, was wir im Neuen Testament lernen und auch im Alten sehen über Gerechtigkeit. Er war Gottes Prediger der Gerechtigkeit. Noah hat schon vor der Sintflut gerecht gelebt. Der hat schon vorher geglaubt. Noahs Glaube hat Gottes Gerechtigkeit in allem an alle, die um ihn herum waren, gelebt haben, verkündigt. Noah hat an Gottes Heiligkeit geglaubt. Er hat an Gottes Zorn mit der Welt geglaubt. Aus diesem Glauben heraus hat Noah gelebt. Und auch schon bevor im Gehorsam die Arche gebaut hat. Noah hat viel vom Erlösungsbedarf der Menschen gewusst. Das muss er gewusst haben. Was ist um ihn herum denn alles passiert? Lies halt mal das Kapitel, wo Noah drin ist, dann weißt du sehr viel darüber, was da passiert ist. Und Noah hat es nicht mitgemacht. Er hat es nicht mitgemacht. Er hat viel vom Erlösungsbedarf gewusst, den die fünf Bücher Mose alle zusammen ja auch ankündigen. Die Tora, die Weisung. Und so wird Noah im Grunde selber zur Weisung Gottes. Noah wird Teil der Tora. Das ist Wahnsinn. Noah baut die Arche, um sein Haus und die zu ihm gehören zu retten. Welches Bild haben wir im Neuen Testament von der Arche? Wer ist die Arche? Die Arche ist Jesus Christus. Natürlich, es ist klar, es ist die Taufe, aber es ist natürlich klar, wir werden in Christus hineingetauft, in die Gemeinschaft mit ihm. Und so wie Noah sein Haus gerettet hat in der Arche, so rettet Gott der Vater seine Kinder über seine Arche, den Christus. Noah wusste sehr viel. Worum es Gott geht. Und jetzt Abraham, im Hebräerbrief, die Verse 8 bis 13. Da steht eine Menge über Abraham. Aber ich möchte zwei Punkte nur geschwind sagen. Guck mal, der Schreiber vom Hebräerbrief, der zeichnet diverse Entscheidungen auf, die Abraham aus Glauben getroffen hat. Das heißt, Abraham hat nicht, weißt du, bei Noah kannst du noch sagen, ja, der hat halt mit der Arche und der Flut, das hat er geglaubt, deswegen ist er gerechtfertigt worden. Boah, nee, also glaube ich nicht, aber dann glaubst halt du, ist okay. Aber Abraham, das waren ein bisschen mehr Sachen, nur als eine Entscheidung aus Glauben. Da ist ein Muster da. Seht ihr das? Da ist ein Muster da. Die Person hat Gott einfach, die hat Gott ernst genommen, die hat an Gott geglaubt. Aber jetzt ist die Frage, hat Abraham eine Ahnung von Jesus gehabt? Ich,
Ich möchte ja dahin, dass wir sehen, dass die Leute alle eine Ahnung vom Evangelium hatten. Hat Abraham eine Ahnung gehabt von Christus? Was meint ihr? Abraham? Im Hebräerbrief sieht man es nicht, aber wo sieht man es? Johannes. Johannes, Kapitel 8, Vers 56. Schau es mal an. Johannes 8, Vers 56. Abraham muss viel, guck mal, im Hebräerbrief habe ich auch schon gelesen. Auf was hat Abraham denn wirklich gewartet? Abraham hat Gott hat gesagt, geh aus deinem Heimatland weg, in ein Land, das ich dir verheiße. Und wir singen das dann auch im Lied, geh Abraham, geh. Und er ging und glaubte Gottes Sendungswort und er wusste auch nicht, warum. Leute, der hat genau gewusst, warum. Weil er nämlich auf die Stadt gehofft hat, die Gott bauen wird, deren Schöpfer Gott ist. Der wusste sehr genau, warum. Gut, also vielleicht wusste er zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, warum. Okay, aber Abraham, mach nicht den Fehler, dass er nichts von Jesus wusste, vom Evangelium nichts wusste. Der hat eine Menge gewusst. Johannes 8, Vers 56. Was sagt denn Jesus hier? Guck mal. Jesus sagt, er versucht zu zeigen, ich bin der Prophet, von dem Mose geschrieben hat. Ich bin der, der kommen wird. Ich bin der Christus, der Messias. Und sie sagen, ja, wer bist denn du? Wir haben ja viel bessere Vorfahren. Du hast ja überhaupt nichts, was du uns zeigen kannst. Und Jesus sagt, was in Johannes 8, 56? Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und er freute sich. Hat Abraham von Jesus Christus und seinem Evangelium gewusst? Aber absolut. 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 Also es tut mir leid, ich kann das nicht anders, wie soll ich das anders? Es gibt noch mehr Verse, kann ich jetzt nicht alle aufzeigen. Es gibt noch mehr. Welche Verheißung hat Abraham richtig verstanden? Abraham hat gewusst, dass der Christus kommen wird. Und auch über das, warum der Christus kommen wird. Das hat Abraham gewusst. Es ist kein Wunder, dass Abraham aus Glauben gerechtfertigt worden ist. Weil es war der Glaube an Christus, den er hatte. Das ist kein Wunder. Im Alten Testament. Das ist alles Testament. Jetzt noch Mose. Gucken wir das noch an. Bei Mose wird es noch offensichtlicher, dass er von Christus wusste. Im Hebräer 11, Verse 24 bis 26 sehen wir das. Schaut mal, was er alles aus Glauben, was Mose alles getan hat aus Glauben. Der hat das Passa gefeiert aus Glauben. Das hat er gefeiert. Und viele andere Sachen. Ich glaube, dass Mose eine Menge verstanden hat vom Passa. Ich glaube, dass Mose mehr verstanden hat als der Rest des Volkes Israels damals. Die sind da mitgegangen, weil sie Mose als Führer geglaubt haben. Ist auch gut. Ist auch gut. Aber Mose hat mehr gewusst. Mose hat eine Menge mehr gewusst. Wir werden das heute im Abendmahl natürlich, wir werden jetzt nicht die Erfüllung des Passa feiern, was Jesus das Passa erfüllt. Er hat ja gesagt, im Reich Gottes wird es dann ganz erfüllt sein. Aber Jesus hat es wirklich dann umgesetzt, was da vorausgeschattet worden ist. Mose hat viel darüber gewusst. Guck mal, Johannes Kapitel 5, Verse 45 bis 47. Was da steht. Es sind tolle Stellen, auch die haben wir gestern in der Jugend kurz angeguckt. Johannes Kapitel 5. Die Juden berufen sich darauf, dass Mose ihr großer Prophet ist und dass sie im Grunde im Bündnis, dass Mose für sie mit Gott, von Gott empfangen hat, dass sie darin sicher sind. Und so wie sie das Bündnis verstanden haben, waren sie ohnehin nicht sicher. Aber gut, guck mal, was er sagt. Jesus sagt, meint nicht, dass ich euch beim Vater verklagen werde. Weil ihr glaubt mir nicht, aber meint nicht, dass ich Jesus Christus, der Christus bin. Meint nicht, dass ich euch beim Vater verklagen werde, denn es ist einer, der euch verklagen wird. Mose wird euch verklagen, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glaubtet, würdet ihr mir glauben. Denn er hat von mir geschrieben. Und wir wissen auch, wo er natürlich vor allem vor ihm geschrieben hat. Er hat viel von Christus geschrieben, aber ein ganz wichtiger Vers ist, der Prophet, wie mich, sagt Mose, wird der Herr erwecken. Er stehen lassen, auf ihn sollt ihr hören. Auf ihn sollt ihr hören. Wenn Mose, die Juden, die nicht an Jesus geglaubt haben, wenn Mose vom Vater diese Juden verklagen kann,
Warum kann er das nur machen? Weil Mose es kapiert hat, weil Mose das Evangelium gekannt hat. Mose hat von Christus gewusst. Er hat von Christus gewusst. Nur deswegen kann er aufstehen vor dem Vater und sagen, warum habt ihr mir nicht geglaubt? Ich habe geschrieben, es wird einer kommen, auf den sollt ihr hören. Nur deshalb kann Mose das. Es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr Verse, wo das ganz eindeutig wird. Noch eindeutiger sogar als hier in Johannes. Wir denken immer, die Menschen zur Zeit Jesu haben den Christus nicht erwartet. Die haben das nicht wissen können aus dem Alten Testament. Auch gestern in der Jugend haben wir es auch angesprochen. Die Frau am Jakobsbrunnen, wen hat sie erwartet? Was hat sie gesagt? Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher genannt wird? Der Christus. Simeon im Tempel. Was hat Gott ihm versprochen? Wen wird er sehen, bevor er sein Leben niederlegen wird? Wen wird er sehen? Den Christus Gottes. Es waren viele Leute, die gewusst haben, dass Christus, der Messias, das Evangelium, die das gewusst haben, das verstanden haben. Es waren ganz viele, die das, und das haben sie aus dem Alten Testament verstanden. Das ist die Weisung Gottes, das ist die Tora, das ist alles, was in der Schrift von Jesus erzählt worden ist. Also das ist eine mächtige Stelle und uns fehlt, so wie der Hebräerschreiber das auch sagt, die Zeit, um noch viel mehr ins Detail zu gehen. Ich würde es gerne machen, aber mir fehlt einzeln die Zeit und sicher auch die Vorbereitungszeit dafür. Es fehlt die Zeit, jetzt auch alle anderen Personen, auch Rahab und so weiter, alles anzuschauen und wirklich aufzuzeigen, diese Menschen haben aus dem Alten Testament das Evangelium gekannt. Manche etwas mehr, manche etwas weniger. Einige sogar wussten, dass der Christus kommt, wo wir es beweisen können aus dem Neuen Testament, wirklich. Aber das Muster ist eindeutig. Rechtfertigung und Glauben ist von Anfang an Gottes Plan gewesen. Das ist Teil von Gottes Heilsplan, von Anfang an. Der Glaube ist immer der gleiche gewesen, die gleiche Zielperson, die gleiche Botschaft, der gleiche Heilsplan. Und wir sehen im Hebräer 11, im gesamten Hebräerbrief, dass es viel Information über Christus im Alten Testament gibt. Die haben genug gewusst im Alten Testament, um das Evangelium ausreichend zu kennen, ohne dass Christus immer erst überhaupt da ist. Nur, was war die Herausforderung? Sie müssen es glauben. Das ist damals wie heute. Ich glaube es und ich glaube es nicht. Das Alte Testament scheint Christus in klarem Licht hinaus in die Welt. Dass der Messias, dass der Christus kommen würde, für wen er kommen würde, dass er die Seinen retten würde, dass es sein Werk, wie er das tun wird sogar, wie er sterben wird, wie er das tun wird, wie er leben wird, auf welche Art er lehren wird. Das ist alles im Alten Testament drin. Das Neue Testament zitiert aus dem Alten, was schätzt ihr, wie oft? Wie viele Verse gibt es im Neuen Testament? 8000. Wie viele direkte Zitate haben wir aus dem Alten Testament? 350. Wie viele Anspielungen auf Zitate aus dem Alten Testament? 4100. Bei 8000 Versen im Neuen Testament, Leute, wir haben ein Werk, wir haben ein Wort Gottes, wir haben einen Heilsplan. Und die Leser des Hebräerbriefs sollten diesen roten Faden unbedingt sehen. Warum? Wo will er sie hinkriegen? Dass sie nicht weggehen von Christus. Und wie allein wird das möglich? Indem sie wirklich glauben. Das ist der einzige Garant dafür, dass sie nicht wieder weggehen von Christus. Wenn ihr Ende Kapitel 10 lest, dann wird man das schön auch sehen. Er sagt ja, ihr habt früher diese Verfolgungen gerne ertragen, aber werft jetzt eure Zuversicht nicht weg. Und dann kommt dieser Schub des Kapitel 11 des Glaubens. Ja. So, zum Schluss noch. Möchte ich kurz noch einen Punkt ansprechen. Wir sind schon relativ weit in der Predigt jetzt, aber ich glaube, wir können noch, 5 Minuten können wir noch. Ich bitte, dass du kurz diesen Videoclip mal kurz zeigst. Ich hoffe, wir... Gottes Macht gekriegt und hat jetzt hier natürlich aus irgendeinem Zusammenhang jetzt versucht, gerade mal diese Suppe zu teilen, wie das Rote Meer und das Schilfmeer geteilt wurde. Warum ich das zeige, ist, wir haben über den Glauben jetzt viel gehört.
Welches Bild und Verständnis von Glauben präsentiert sich uns aus der Schrift? Wenn wir sehen, wie der Glaube funktioniert, für was der Glaube da ist, wie Gott ihn von Anfang an in seinem Wort präsentiert. Wenn wir das sehen, wofür ist der Glaube da? Wenn wir aus der Sicht des Neuen Testaments kommen, wofür ist der da? Welches Bild kann entstehen, wenn wir das ganze Alte Testament ein bisschen klein denken? Wenn wir sagen, ja, der Glaube ist es halt vor allem eine Neue Testament-Sache. Es ist halt nicht unbedingt so eine Alte Testament-Sache. Was kann passieren, wenn wir auch das Ende vom Hebräerbrief dann lesen? Ne? Was durch Glauben alles erreicht worden ist? Ne? Ja, also Heere wurden bezwungen und eine Stadtmauer ist eingerissen worden und die Tote sind auferstanden und so weiter. Das also das richtige Erfolge, richtig, muss man ja fast schon sagen. Ne? Das kann man da ein bisschen lesen. Wie nimmt man das auf, wenn man das nur aus neutestamentlicher Sicht liest? Man kann, ich denke nicht, dass viele das machen, aber ich möchte einfach davor warnen, vor einem Bild, das, glaube ich, nicht korrekt ist. Also es ist so ein bisschen nach dem Motto, ich kann im Glauben im Grunde alles erreichen, was ich will, denn der Glaube versetzt ja Berge. Ja? Das ist ja das, wie man das sagt. Wenn ich ein ganz hartgesottener Gläubiger bin, dann kann ich auch mal was aushalten im Glauben. Das geht auch mal ab und zu. Wenn ich es will, je nachdem, wie stark ich im Glauben bin. Ich kann Entbehrung aushalten, auch einmal, dass mir jemand im Evangelium widersteht vielleicht. Aber ist es das, worum es geht, was Gott über den Glauben zu sagen hat und wie er den Glauben verwendet? Wenn er im Alten Testament vom Glauben spricht, ist der Glaube im Neuen Testament wirklich so präsentiert, dass er quasi ein Zauberstab ist? Ist es so? Wenn ich nur im Glauben bitte auch, ne? Dann kriege ich auch, was ich will. Jesus hat ja gesagt. Ne? Oder im Jakobus. Ja, wenn ihr nur im Glauben bittet, dann funktioniert im Grunde alles. Und der Glaube hat ja die Kraft. Der Glaube ist kein Erfolgsrezept. In dem Sinne, dass man sagt, damit kann ich alles erreichen. Er ist kein magischer Türöffner und er ist keine Verteidigung gegen widrige Lebensumstände. Wisst ihr, das seht ihr im Hebräerbrief am Ende. Einige haben viel erreicht durch den Glauben. So kann man das auslegen. Aber was war mit anderen? Was war mit all denen, die am Ende des Hebräerbriefs stehen? Die zweite Hälfte der ganzen Glaubensleute, was ist mit denen passiert? Die sind verfolgt worden, die sind gefoltert worden, sie sind zersägt worden. Ihr wisst ja, wem das passiert ist im Alten Testament. Was ist der Glaube? Was ist der Glaube? Der Glaube ist auch keine Option, für die wir uns mal entscheiden, wenn wir uns danach fühlen, dass wir mal was aushalten und mal auf Gott vertrauen hier und da. So nach dem Motto, er wird es schon richten, wenn es mich gerade irgendwie schmerzt. Ich habe zu wenig Geld, ich habe ein Gesundheitsproblem, ich habe in der Arbeit ein Problem, mit dem Lehrer ein Problem, mit Bekannten, Verwandten ein Problem. Ich fürchte, dass wenn man nur das Neue Testament liest, dass man das so ein bisschen den Glauben für eine Art Werkzeug hält. Und das Gebet, das schließt sich ja da fast schon an. Ja. Es ist so ein bisschen ein Werkzeug. Das mag sein, aber ich denke nicht, dass das Gottes erste Absicht mit dem Glauben ist. Ich möchte das nicht komplett wegreden oder sagen, es ist alles falsch, aber die Hauptabsicht des Glaubens, was ist es? Es ist eine unbedingte Voraussetzung, die Gott in seiner Gnade zur Gerechtigkeit anrechnet. Das ist, was der Glaube ist. Und das haben wir jetzt von Kain und Abel bis heute im Neuen Testament gesehen. Das ist vor allem, wofür der Glaube da ist. Damit ein Mensch Gerechtigkeit und Heil und Frieden mit Gott haben kann. Das ist der Kern. Das ist vor allem, worum es geht. Damit er nicht gerichtet werden muss. Guck mal, selbst Jakobus, worum geht es in Jakobus? Werke und Glaube, wie die zusammenhängen. Aber auch Jakobus sagt, der Glaube ist das Mittel zur Errettung. Also Jakobus geht auch nicht in andere Richtungen. Weißt du, der Glaube hat große Kraft, theoretisch alles zu tun, was man sich vorstellen kann. Aber warum kann mein Glaube das? Wer wirkt es denn? Ich? Weil ich so toll glaube? Welche Person muss denn das tun, was dann geschieht? Wer ist es denn? Was hat Jesus in Johannes 14 gesagt? Wer an mich glaubt, wird größere Werke tun als ich. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie kann man das verstehen?
wenn ich glaube, kann ich größere Werke tun als Jesus. Aber wenn du den Satz fertig liest, weißt du auch warum. Denn ich gehe zum Vater. Du wirst zu mir beten. Und ich bin die Batterie dessen, was da passieren wird. Wir sind es nicht, sondern Gott wirkt das, was wir aus Glauben bitten. Wenn jemand das tut, dann ist es Gott. Die Glaubenskraft ist kein Zauberstab, um einfach irgendwas zu erreichen. Natürlich kann der Glaube Berge ins Meer sich werfen lassen und einen Feigenbaum verwelken lassen. Er kann das alles tun, aber Gott ist es, der es wirkt. Und Gott wird, nachdem wir das jetzt gesehen haben, um was der Glaube machen soll, im Alten Testament, von Anfang an bis heute und bis zur Offenbarung, bis Christus wiederkommt, für was ist der Glaube da? Dafür, dass man Erstaunliches bewirkt? Gott wird niemals mit irgendetwas einfach so mitgeben, weil ich mir das aus Glauben wünsche. Gott hat gewisse Grenzen für diesen Glauben, weil der Glaube soll etwas bezwecken. Der Glaube soll Gerechtigkeit bezwecken. Und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Das ist der Kern des Glaubens. Der Glaube, der hat seine Grenzen, die Gott setzt. Und zwar für das Heil und das Heil zu wirken. Und nicht um im Glauben für ein Abendessen zu bitten, das ich mir so vorstelle oder sowas. Ja. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Also das ist so ein bisschen ein Glaubensmissbrauch, finde ich. Glauben ist kein Zauberstab. Wir kommen Gottes Kraft nicht wie Sir Bruce Almighty, dass ich sage, Gott hat aber so viel Kraft, wenn ich nur richtig glaube, dann kann ich sogar eine Suppe hier teilen. Ja? Das ist ja toll. Das ist natürlich ein Extrem, das weiß ich. So macht es ja von uns keiner. Aber ich warne einfach vor diesem Denken, den Hauptzweck des Glaubens nicht in den Hintergrund zu schieben. Der errettet uns. Wir bekommen Glaubensbelohnung, bestätigendes Handeln unseres Glaubens, das dann durch Gott kommt. Wir bekommen Überwindung von Hürden, von denen Gott will, dass wir sie überwinden. Im Hebräerbrief sehen wir von ganz vielen Glaubenshelden, die viele Sachen überwunden haben, erreicht haben. Aber weil es natürlich zu Gottes Heilsplan beigetragen hat. Seht ihr das? Nicht einfach nur so. Da ist Gottes Zweck drin. Und damit habe ich meine viel zu lange Predigt jetzt zum Ende gebracht. Danke für eure Geduld und ich würde noch zum Abschluss beten. Danke, Vater, das war eine lange Predigt. Ich möchte dir danken, dass die Geschwister so lange auch mit dabei waren und es auch getragen haben und ertragen haben auch. Danke, Herr, dass wir vor dir alle gleich sind und dass wir im gleichen Wort von dir lesen können. Ja, gib uns ein nüchternes Verständnis dessen, wer du bist, was du tust. Hilf uns, die Färbungen aus unserem Verständnis herauszunehmen, die nicht dem entsprechen, wie du wirklich willst, dass wir dein Wort sehen, dich sehen, dein Werk sehen. Vater, ich weiß, dass du damit enthüllen willst, wie wunderbar du bist und uns dadurch wirklich aufbauen willst. Hilf auch mir, dass ich auch heute in der Zukunft das nachverfolge und uns allen, dass wir auch Fragen klären, dass wir versuchen, in dein Wort gemeinsam aufzuschlagen und von dir zu lernen, wer du wirklich bist. Und wo es notwendig ist, schenke Korrektur, auch mir. Und gib uns auch einen gesegneten Sonntag noch. Amen.